Voilà, dann begrüßen wir euch am Vierfeld von den zwei Ländermatchen daheim in Düsseldorf den 8. September und auswärts in Portugal den 11. September bei unserer traditionellen Pressekonferenz. Für uns fangen lesen wir uns kurz den Kader für den Trainer nominiert wird am Golden Anthony Maurice, darauf schon Thiago Pereira, als Defenseur Laurent Gerns, Enes Mamutovic, Mika Pinto, Maxim Schanow, Dirk Carlsen, Marvin Martins, Neldin Djokovic, Seid Korac, Anden Lars Gerson, Mittelfeld Leo Barreiro, Matthias Olesen, Florian Bonnard, Timo Rupil, Kiki Martins, Sebastian Thiel und Sofian Ikene. Als Stürmer aus den Ivandro Borges, Alessio Curci, Daniel Zinani, den Jason Videira, den Ayman Dardari und den Vincent Thiel. Er stellt von Schrift ihr frohlohen Trainer. Salut Luc. Salut. Ja, bon, offensichtlich froh. Ich meine, heute habe ich mich darauf gewartet, zu gucken, ob den Vincent oder den Gerson dabei sind. Der Vincent ist dabei, den Gerson nicht. Kannst du vielleicht erklären, ja, wie du zu der Entscheidung kommst? Ja, ich stehe zum Kampfen mit meinem Vincent, den ist dabei. Ich hatte Vincent am Telefon für ein enger 10 Tage. Schon ein längeres Gespräch geführt und ja, die ganze Situation. Der Vincent hat natürlich sehr viele angesehen und eine Kurzschlussreaktion gemacht gehabt, die zu dem Moment für ihn das Beste war, weil man einfach vom mentalen Bereich in Dienst genoss. Wir haben länger darüber gesprochen, hat sich natürlich auch bei mir und auch bei der Equipe entschuldigt und ich habe mich vorgestellt, ob er bereit wäre, für eine Zukunft zu 100% für Lützburg zu spielen. Und der Kurs ist ein klarer Ja vom Vincent und voilà, ich denke, Nützing. Zweite Chance verdient, dafür sind dabei, auch notamment, weil es am Gruppe kein größeres Problem gibt, wenn der Vincent präsent ist. So, beim Gerson ist die Situation ein bisschen anders. Da war am Juni so viele Sachen passiert, dass ein X-Joker verbrannt wird und dass leider der Ekar zwischen dem Gerson und dem Gruppe so groß ist, dass zu dieser Phase eine Selektion nicht möglich ist. Bonjour Luc, je pense que ce sera peut-être à peu près la même question en français. Qu'est-ce qui explique la présence de Vincent Thiel et pas celle de Gerson? Alors je répète encore une fois la même chose en français. Oui Vincent, j'ai lu au téléphone, il s'est excusé auprès de moi, auprès du groupe et il a une réaction à chaud qu'il regrette et voilà, il est motivé à 100% pour porter le maillot du Luxembourg dans le futur. C'est la question que je lui ai posée et donc voilà, il a sa deuxième chance et donc il est sélectionné pour les matchs qui arrivent concernant Gerson. Il y a eu trop de choses qui se sont passées au mois de juin où donc aujourd'hui l'écart entre lui et le groupe est énorme et donc une sélection aujourd'hui n'est pas possible. Von Tuet, was ja immer positiv war für die Gruppe. Es sind zwei Brüder Thiel dabei. Und die Situation mit Olli hat noch nicht geändert. Hat er da vielleicht irgendwie einen Kontakt mit Olli über die Zimmerpause, für vielleicht auch da rum zu schlösserlösen Minute zu kommen? Ich habe klar kommuniziert, dass ich den Olli nicht mehr selektionieren kann. Und voilà, ja, es sind zwei Brüder dabei, den dritten nicht. Auch ich hatte Sepp auch am Telefon, auch nachdem das mit Vincent geschieht ist. Ich verstehe natürlich, dass das natürlich Diskussionen noch an der Familie gibt. Ich finde das auch gesagt, ich kann nicht Rücksicht holen auf eine Familie oder eine Freundschaft oder was auch immer. Ich muss als Nationaltrainer Schwaren treffen, die am Ende vom Gruppe sind, von der Nationalequipe sind. Und da kann ich denken, sehen, dass den einen trifft oder den anderen trifft. Leider ist die Situation dann für sie und der Familie so, dass ihr Bruder nicht dabei ist. Und sie muss von ihren Emotionen da drüber stehen. Und Sebastian hat mir zum Beispiel auch gesagt, nachdem
dat wat geschieht aus dem Vincent dorthin motiviert für die nationale Equipe zu spielen auf verschiedene Sachen eine Meinung hat, voilà. Wir sind alle Menschen, wir machen natürlich auch einmal die einen oder anderen Fehler, aber bei manchen Situationen, die das schon nicht mehr wert selektionieren. Luc, est-ce que tu as des nouvelles de Maxime Chanot? Parce que je vois sur la feuille qu'il est toujours inscrit à New York City. Est-ce que le transfert à Ajaccio est entériné? Et si c'est le cas, est-ce que c'est quelque chose qui t'arrange? D'après mes infos, ce n'est toujours pas fait. Je sais que c'est d'actualité, mais donc, tant que ce n'est pas officiel et que ce n'est pas signé, voilà, ce n'est pas à moi de communiquer. Je ne sais pas non plus exactement aujourd'hui à quelle instance le transfert est, mais il est d'actualité. Maintenant, si ça va se faire ou pas, Maxime, respectivement, New York ou Ajaccio, je pense qu'ils le sauront et ils vont communiquer le moment venu. Pour moi, j'ai eu Max au téléphone, il m'en a informé, il m'a demandé mon avis sportif aussi. Et bon, je lui ai donné ma position, mon opinion. Et après, c'est au joueur de prendre le choix. Une récatrigope, l'autre geschichte, Gerson Rodriguez, enfin, Sotil, hast du auch mit der Equipe, mit der Kapitän oder so ausgetauscht, für zu gucken, was sie denken über die Geschichte? Ja, die Leute meinen ja dann immer ein Trainer, die so eine lange Decision holen. Nee, ich hatte extrem viele Gespräche mit so in den letzten Wochen, weil es natürlich ein Thema ist. Ich weiß, dass das heikel ist, aber ich will nicht als Einzelne eine Decision holen. Ich hoffe, allemal. Das war das, was ich mir noch den Navi von meinem ganzen Staff gefreut, weil ich die weil auch da mit. Ja, mit berücksichtigen natürlich auch ihre Rolle und ihre Meinung dazu natürlich mit einer Menge Reflexionen mit aufleisen lassen. Du nun ich mit vielen Spielern oder mit vielen Liedern nun ich natürlich auch Gespräch gesicht und ich wollte auch hier Meinung dazu wissen und hier Navi dazu wissen. Weil sie am Endeffekt sind, die ja nur müssen im Terrain stehen und die müssen Leistung bringen und die müssen Resultate oder wollen Resultate bringen. Dafür also nicht eine Decision, die schon länger getroffen und das ist eine Decision, die vor allem auch am Eintritt von Gruppe auf der Nationalequipe ist. So wie gesagt, wo ich ganz, ganz viele Leute konzertiert habe, ja, wie ihr wollt wissen, dann noch an den Decision gehalten, wo ich denke, dass das nicht am Moment die beste Decision ist für die Gruppe. Bonjour Luc, tout à l'heure vous avez dit que l'écart était de plus en plus grand entre Gerson et le groupe. Est-ce que c'est un écart qui ne pourra jamais être comblé désormais ou dans votre esprit ce n'est pas encore définitif? Définitif, ça aujourd'hui je ne saurais pas vous répondre. Mais pour l'instant, avec tout ce qui s'est passé lors du dernier rassemblement et ça, depuis des mois voire des années, c'est des choses qu'après qui pèsent sur un groupe, qui pèsent sur un individu. Et peut-être qu'au mois de juin, c'était la petite goutte ou les petites gouttes qui ont fait déborder le vase. Donc actuellement, je pense que c'est encore trop frais pour que je puisse le resélectionner. Pour ce qui est du futur, il faut voir comment ça va se passer. Et donc aujourd'hui, moi, je suis fixé sur les deux matchs qu'il y a au mois de septembre et après on va faire les comptes et on refixera un cadre pour le mois d'octobre. Ça veut dire que vous en avez parlé aux joueurs aussi? Bien sûr, je viens de le dire, j'ai eu beaucoup de discussions avec les joueurs, j'ai aussi discuté hier soir encore avec Gerson sur sa situation, je lui ai donné bien sûr expliqué mon choix et donc oui, il y a eu concertation avec toutes les parties.
Wachalrich gesehen hast den Eimann Dardari, den Einzigen, den auch nie dabei war. Was ist deine Meinung zu dem? Wie kommt es dazu, dass ihr nominiert wird? Ja, ich hatte im Juni schon verschiedene Junker an den Kader geholt. Davon, dass den einen oder anderen noch nicht selektioniert gehen, das einfach, weil den Eimann auch eine Position spielt, wo ich denke, dass man auch für die Zukunft ja, nach Spieler man eine gewisse Qualität brauchen in unserem Moment. Und du nutzt zu meinem Titulär, das ist das voll an der Kompetition. Also junge Spieler, die Qualität hat. Und ich gebe gerne noch einen dann bei uns über Zing, die ich gesehen habe, wie sie sich da präsentiert. Und voilà, das ist eine Chance für einen weiteren Jungen, für sich bei uns zu weisen. Luc, la situation aujourd'hui de la sélection est vraiment intéressante sur le plan comptable et aussi sur le plan du jeu. Est-ce que bon, le match contre l'Islande est super important? En cas de victoire, on pourrait s'autoriser vraiment à rêver. Est-ce que dans la situation aujourd'hui, tu estimes que le chemin le plus court, peut-être pour l'Euro, c'est davantage cette deuxième place de groupe que le barrage potentiel de la Ligue des Nations? Oui. Moi aussi, je rêve et je veux bien rêver, mais après, je l'ai dit et je le redis. Pour moi, dans mon esprit, on va prendre échéance après échéance. Et c'est vrai qu'au niveau du classement, aujourd'hui, on a 7 points. Moi, dans mes calculs, à ce jour, même si on n'en avait eu que 5, je pense qu'on aurait toujours été dans une position, oui, intéressante avec 7 points. Bien sûr, on est encore peut-être un peu même en avance, mais après tous les matchs doivent être joués. Et moi, dans mon objectif, là, on va jouer l'Islande ici à domicile, puis au Portugal. Et ben, comme vous le savez depuis le début, je dis toujours le Portugal est au-dessus des autres nations. Et donc, j'ai pas trop planifié de points contre cette nation-là. Par contre, contre l'Islande ici au Luxembourg. On a l'ambition, bien sûr, de prendre des points. Après, si c'est un point ou trois points, ou si on n'en prend pas, chaque adversaire est difficile à jouer. Et l'Islande est extrêmement difficile à jouer. Et celui qui a regardé le match qu'ils ont joué à domicile contre le Portugal, ils peuvent en témoigner. C'était extrêmement dur pour le Portugal de prendre les trois points là-bas. Et je pense que ça va aussi être le cas pour nous le 8 septembre, parce que c'est vraiment très costaud, c'est très athlétique, c'est physique et donc très difficile à jouer. Après, c'est à nous, bien sûr, d'être patient et de trouver la faille. Et surtout aussi défensivement, il faudra être très très vigilant parce que c'est extrêmement dangereux sur les transitions, sur le côté athlétique, dans tout ce qui est phase arrêtée, bien sûr, c'est fort. Mais on va essayer de mettre un plan en place, justement, de bien les contrer et voilà, essayer de profiter de nos occasions de but, justement, pour garder les trois points avec nous. Ce qui nous rendrait encore davantage dans une position extrêmement intéressante au niveau du classement. D'autres questions? J'ai encore une question. Luc, il y a un garçon qui performe pas mal aussi en ce moment, c'est Ryan Berberi avec la deuxième équipe du Standard. Est-ce que c'est son profil en fait qui le barre un petit peu parce que tu as beaucoup de joueurs un petit peu dans ce style-là ou à cette place-là, ou tu le considères encore un peu tendre? Bah, Ryan, il a été avec nous au mois de juin. Je pense qu'il lui faudra certainement un petit moment encore justement pour franchir ce palier, pour jouer aussi, que ce soit maintenant en Belgique en première division, voire jouer des matchs internationaux, surtout au niveau aussi athlétique. Il y a encore une marge de progression justement pour être compétitif, pour répondre présent dans les duels.
Il y a encore une marche. Après, bien sûr, tous ces jeunes que j'avais au mois de juin, je viens de le dire, il n'y avait pas Ayman Dardari, par exemple, que je viens de sélectionner maintenant. C'est justement aussi pour moi, pour me faire une idée, qui est bon, peut-être à ce jour le plus proche du niveau international, parce que les qualités athlétiques aussi sont davantage importantes. Aussi, on vit aussi de la façon dont certains entraîneurs veulent mener le match. Et si je vous dis que, par exemple, l'Islande a un profil à mes yeux très, très athlétique, donc qui vient beaucoup par l'intensité dans les duels, par le côté physique, ben, il faudra avoir du répondant par rapport à ça. Loïc, noch. Portugal geguckt, was soll denn nicht so ein Fußball aus dort möglich? Ich gehe mal in ein Stadion, wo man nach immer England schläfle kröten. Ist vielleicht weh, vielleicht mit defensiv dort spielen oder entspricht das nicht wirklich der Vierstellung? Boah, ich muss sagen, dass meine Gedanken zu 100% auf dem Match von Island fokussiert sind und dann durch nur projizieren. Ich möchte mich auf Portugal schon gesagt, ich rechne noch nicht direkt. Eine riesige Chance, als wegen Portugal Punkte zu holen. Obwohl ich denke, ich war so eine ganze Kampagne, sonst hätte mir auch an der Zeit nie einen Punkt geholt. Ich denke, dass irgendwo im Match einen Portugal Punkte hingelegt. So. Also, nice zu machen, dass das ging da ist. Also, ich denke, dass in einer Nation irgendwo in der Hof, wo sie vielleicht nicht gerade so gut sind, aber wo sie einen Punkt hingelegt. Gerade so denken, dass das Island. Island, dass Liechtenstein irgendwo in der Fett punkten. Und da war es doch nice, dass das nicht Kind Eis der Fall wird. Ich kann mich auch wehren, mit das so ein Viergefühl, was schon was ganz oft geschieht hat. Eigentlich die engen Nation oder in der Hütte, wo sie nicht ganz so gut sind, dann den Arbitrar spielt Heinz Thomas, dann sie vielleicht einen extrem guten der oder die engen extrem schlechten der. An der Punkt eben die Nation, wo sie vielleicht nicht Thomas geraschen hat. Alaba so nicht. Müssten sie gegen all die anderen Nationen 3 Punkte holen, aber im Vergangenheit hat es schon gewesen, wenn man zu Toulouse einen Export fertig spricht, man schon nicht gegen Italien und einen Freundschaftsländermatch gleich gespielt. So. Das ist nice zu gucken, dass wir vielleicht einen Export in Portugal machen. Aber im Moment sind Gedanken komplett fokussiert auf Island. Also, sobald wir Island gespielt haben oder Hanna, dann gucken wir, was da möglich ist. Auch ich weiß, dass verschiedene Spieler bei uns vierbelascht sind betreffend Geldquoten. Muss ich noch mal in Betracht ziehen. Dann die Jungen spielen alle gut Leute Weekend. Matcher hoffen, dass wir keinen Spieler mehr blessiert kriegen und dass wir dann noch von eventuellen Sperren verschont bleiben. Und dann muss ich gucken, mit welcher Gruppe und mit welcher Equipe gegen Portugal aufhängt. Aber ich denke, dass wir nicht an der Position sind für Portugal. Zu gehen und großartig auf 70% Ballbesitz zu gehen oder sie wollen zu dominieren. Sie sind so eine individuelle Qualität und eine Präzision an ihrem Passspiel, dass es schwerer ist, zu den Ball lang zu holen. Muss man gucken, für ihren Plan auf eine Bein zu stellen, wie gesagt, dass sie so Mann wie möglich Goalchancen rausspielen. Ich meine, wenn wir den Match am März so Revue passieren, werden wir eine halbe Stunde eigentlich 4-0. Wo Ballchance ein Goal war, das könnte natürlich auch dabei. Den einen, der Hose mehr reussiert und den anderen, der Hose Mann reussiert. Sie machen in der Hoffnung, dass sie dann in Doten der vielleicht die reussiert, die sie hatten, dann dort nicht tun. Und dann. Am Fußball weiß ich nicht. Aber vor allem, ich gehe nicht dahin, auf hier. Kanone, für das sie nehmen, ich werde schon dahin gehen, für ein Leben so schwer wie möglich zu machen. Und wenn es machbar ist, irgendetwas zu machen, werden wir das probieren zu machen. Wie ist es aktuell die Form von den Männern oder den Männern? Also sind ja bei verschiedenen, wo es wahrscheinlich immer gut geht. Wo man, wie ist es das general den Überblick über die Kader? Ja, ich notiere natürlich immer, oder ich gucke immer, wie viele Spielminuten hat. Weil da doch ein Fett ist, den extrem wichtig ist. Wenn sie dann am Rhythmus sind, sind gewohnt von ihren Gesten. Und dann sind eine gewisse Sicherheit an ihrem Spiel. Dafür natürlich, es bewähren das alle Moment.
Auf der einen Seite sind sie extrem froh, auch weil sie die Wege können, wenn sie spielen. Und auf der anderen Seite, so nicht mehr, wenn man ein bisschen Männer spielt, dann ist auch das Risiko, dass nicht passiert. Männer groß. Komm, ich gebe ein Beispiel. Der Florian spielt im Moment Innenverteidiger. Zu Bastia, weil er vielleicht eine Position ist, wo ich nicht direkt so gerade hat für den Flo. Ich möchte aber auch ganz gut. Dafür wäre ich natürlich auch, ja, wie sie an ihren Vereinen spielen, weil das ist auch extrem wichtig. Für mich und auch für die Jungen selber. Und da ist schon Trainer, so ein System, sie spielen ein anderes System, vielleicht wie wir spielen in einer Position, und dann ist es wichtig, dass die Informationen oder die Messagen, die erscheinen, mal auf den Weg gehen. Weil wir dann vielleicht auch nicht spielen, und ich bin in einer Position, für so präzise wie möglich zu sein, an dem, was ich mal werde vom Spieler. Und dass er noch so schnell wie möglich eine Position kann rückgewinnen, wenn ich nur so in der Florian spiele, nur Innenverteidiger. Ich gehe nicht vielleicht Richtung an einer Backposition, nicht so gut links wie Riel. Sie kann aber auch ein bisschen mehr spielen. Also noch schon variabel. Aber bon, als Innenverteidiger, wie gesagt, hatte ich schon noch nicht direkt angeplant. Ja, also können doch den einen oder anderen Spieler. Den Daniel, den ich auch selber schon auf St. Pauli gucke, war, hat Ludwig nicht gespielt. Ja. Ich denke aber global, wenn du in der Gruppe guckst, sind die Spieler doch aber alle gut in einer relativ guten Menge Phase, weil sie aber alle schon Spielminuten hatten, noch relativ viele Spielminuten, die Medien haben wir. Aber das gehört dazu. Und dann ist der einzige Spieler, die müssen nicht so viel spielen. Alle die Gerson sind nicht dabei. Aber ich habe immer gesagt, dass sie Spieler, die müssen nicht unbedingt permanent 90 Minuten spielen, das ist kapabel für. Und hat gesagt, auch Lorem aus dem Verein hat lange nicht gespielt gehabt, und dann war es direkt performant. Das hat zum Beispiel auch vier drin, also an den Transfer gemietet, wäre ganz oft direkt performant. Nun haben wir eine neue Bitte zu Waldhof Mannheim, der Lorem, der mittlerweile auch drum ist, für Goal zu schießen, was natürlich positiv ist. So, das heißt ganz anders, in einem anderen Kontext. Man muss nicht viel Training sein, hätte, für die Matcher 4 zu bereden. Dafür probiere ich nicht dann noch über die Kommunikation so präzise. So just wie möglich zu sein, dass die Jungen ja, schnell an ihren Gedanken, schnell an ihren Handlungen und dann noch präzise im Terrain sind. Weiter froh? Kimi, froh? Dann wünsche ich mir Merci.